Ja, dann kümmern wir uns mal um den Kessel. Und zwar habe ich den jetzt hier schon mal eingespannt, trocken gerubbelt. Aber bevor wir anfangen, hier Hitze zu beaufschlagen, muss ich wieder alle Schraubverbindungen eindrehen, damit sich die Lötringe dort nicht lösen oder verrutschen. Und da haben wir ja noch ein Thema hier mit dem Einfüll. Die Einfüllschraube hat ja gefehlt. Ich habe glücklicherweise noch einen Ersatz von der Märklin und den habe ich jetzt schon mal ausgemessen. Das ist also ein M6er Gewinde und wie sich unschwer erkennen lässt, passt das hier jetzt nicht mehr rein. Ich habe auch eben schon mal geguckt, das muss irgendwie Lötzinn oder sowas sein. Auf jeden Fall ist da das Gewinde zugesetzt. Also bleibt uns dann nichts anderes übrig, als M6 nachzuschneiden. Dafür ein Gewinde, Schneidersatz, M6. M6 wird vorgebohrt mit einem 5er Bohrer. Und das machen wir jetzt. Bohren also auf und schneiden dann das Gewinde nach. Ab geht's. Perfekt. Die Reparatur war erfolgreich. Der Einfüllstutzen sitzt wieder. Wunderbar. Das hier ist echt hilfreich. Selbst wenn ihr mal ein kaputtes Manometer habt, behaltet euch das Gewinde. Ja, das hier ist ein kaputtes Märklin-Manometer gewesen, was ich jetzt genutzt habe, um einfach den Einlötring zu sichern. Und außerdem kann man da ganz gut anpacken, um so eine Delle wieder rauszuziehen. Ihr habt es vorhin vielleicht gesehen, das war auch ein bisschen schief gewesen. Die erste Delle konnte ich jetzt hiermit schon mal wieder ziehen, sodass das Manometer später wieder gerade steht. Es sind alle Gewinde belegt. Auch hier vorne haben wir die Schrauben eingedreht. Und jetzt beginne ich mit dem Lötbrenner und einem Stück Holz den Deckel vorne abzulösen, damit der Kessel beim Auslöten nicht beschädigt wird. Aber ich besorge mir jetzt noch ein nasses Handtuch, das lege ich hier drüber, um eben auch die Hitzespitzen wegzubekommen, wenn da irgendwie Temperaturspitzen sind, die hier die Lötstellen anpacken würden. Also, jetzt wird's heiß. So, ihr seht, es dampft noch. Die Operation war erfolgreich. Der Kessel ist offen und jetzt sehen wir das erste Mal rein. Wie befürchtet, relativ viel Kalkablagerung. Können wir jetzt ein bisschen was sauber machen. Heiß, heiß, heiß. Und hier ist der Deckel. Das ist er. Und den müssen wir jetzt schön sauber machen. Mit dem ganzen Kalk und Schlarz, der sich hier abgesetzt hat. Und die Schraube müssen wir wieder gangbar kriegen. Ansonsten hat das ganz gut geklappt. Ging gut runter. Bisschen gefühlvolles Klopfen mit dem Holzkeil vorne. Ihr seht es, bisschen rosig. Aber dafür ist er unten. Und jetzt können wir den Kessel reinigen und aufbereiten. Tada! So, ich habe schon mal mit einer Kupferdrahtbürste so ein bisschen die ersten Verunreinigungen weggemacht. Jetzt habe ich mir hier oben, ihr seht es mit dem weißen Punkt, da ist die Beule. Die habe ich jetzt schon mal grob rausgedrückt mit einem Messingrundstück. Und ich nehme dafür ganz gerne hier meinen kleinen Mini-Hammer, weil der so ein schönes rundes Holz hat. Und jetzt drücken wir hier wie beim Smart Repair der Beulendoktor ein wenig die Beule wieder raus. Hier habe ich mir markiert, ihr seht's. Und jetzt versuchen wir die ein bisschen rauszudrücken. Mal schauen, wie gut das klappt. Und dann haben wir zumindest mal schon mal die Beule wieder raus und mal den ersten groben Kalk entfernt.
So, meine lieben Freunde, es wäre geschafft. Der Kessel ist wieder zusammen. Ich habe nicht nur den vorderen Kessel abgenommen, sondern ich habe auch den hinteren Kesseldeckel abgenommen. Das kann ich nicht gleichzeitig machen, weil ansonsten die Hülle zu instabil wird. Deswegen muss man das Step by Step machen. Es ist nicht meine beste Arbeit, aber ich denke, es ist trotzdem ganz gut geworden. Wir haben einige Stellen hier gehabt, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die undicht wären, wenn ich die nicht behandle. Ob das Ergebnis von Erfolg gekrönt ist, sehen wir natürlich erst dann, wenn wir tatsächlich Dampf drauf kriegen. Aber ich habe das Beste versucht, um diesen Kessel zu retten. Und zwar habe ich hier hinten den Kesselstein entfernt und habe da, wo ich vermute, dass dort eben, ihr seht es hier, das ist so eine selektive Korrosion. Das heißt, da verabschiedet sich das Zink aus dem Messing und zurück bleibt nur das Kupfer und das ist ziemlich spröde und rissig. Das habe ich von innen neu verzinnt, so dass man es außen nicht sieht und das Material dort verstärkt ist. Ich hoffe, dass es auch dicht ist. Dasselbe habe ich auch vorne gemacht. Ja, ansonsten, was die Herausforderung dann ist, normalerweise verlötet man den Kessel, wenn er liegt. Ja, und so musste ich ihn eben stehend verlöten, was immer ein bisschen schwierig ist. Hängt ein bisschen von der Konstellation der Venus zur Sonne ab und ob gerade irgendwie in, was weiß ich, Regen fällt oder nicht. Also es ist ein bisschen Glückssache, gehört halt auch dazu. Es ist ein Handwerk, ja, da ist halt auch nicht immer alles so wie man das am Anfang geplant hat. Ansonsten, die Beulen gingen ganz gut raus. Einen kleinen Dullen, den konnte ich leider nicht mehr drücken. Der war ziemlich hartnäckig. Aber das Gewinde ist reingeschnitten. Wir machen jetzt noch ein schönes Finish mit der Politur. Und dann wäre der Kessel wieder komplett. Aber auf jeden Fall ist er nicht schlechter geworden davon. Das steht schon mal fest. Ansonsten habe ich schon mal die Teile separiert, die ich jetzt nach und nach aufbereiten werde. Ihr seht schon, ich habe noch einen Wasserhahn, den wir hier zum Austausch nehmen können. Ansonsten die Teile nach der Reinigung jetzt ein bisschen aufpolieren, die Kupferbänder wieder auf Hochglanz bringen. Die Dampfleitung habe ich schon mal grob gereinigt und der nächste Schritt wird sein, das Kesselhaus kriegt einen neuen Anstrich. Ja, dazu nehme ich die Fenster raus, die sind hier drin mit einer Lasche umgebogen. Wenn man da eine zurücknimmt, eine aufbiegt, und dann kann man die rausnehmen und kann auch die wieder schön aufpolieren. Die Kesseltür werden wir dafür abnehmen müssen. Ansonsten hier vorne habe ich schon mal den Rost mit einer Messingbürste runtergenommen. Es ist natürlich noch ein bisschen vernarbt, da gehen wir jetzt nochmal mit Sandpapier drüber, um die Narben ein bisschen sauber zu machen. Ansonsten ist der ganz okay. Ja, also hier oben hat er natürlich, wenn er hier oben jetzt keinen Rost hätte, würde ich ihn sogar so lassen. Ja, ansonsten lackieren wir jetzt das Röschow neu. Ja, das Schauglas liegt ja immer noch ein. Ja, hier sehen wir schon, was da alles abgeht. Dass der Kalk sich löst und dann sind halt noch so kleine Sachen wie hier die Schrauben zu entrosten und sauber zu machen im Detail. Das sind aber so Detailarbeiten noch. Ansonsten haben wir noch eine Aufgabe an der Aggregateplatte zu bewerkstelligen. Und zwar, ihr seht schon, da fehlt der Auspuff. Dazu würde ich dann einen neuen Auspuff biegen. Also Abdampfleitung, Auspuff gibt es beim Auto. Und die wieder einsetzen. Dann nehmen wir das Aggregat runter, polieren das Schwungrad auf. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich die Aggregateplatte nicht auch mit hitzefestem Lack versiegel. Einfach weil die vom Lack her echt noch gut erhalten ist. Die machen wir dann nochmal
schön mit der Zahnbürste sauber. Und dann würde ich sie versiegeln. Dasselbe gilt natürlich auch für die Grundplatte. Aber wir haben schon mal wieder ein, zwei Baustellen weniger. Das heißt, der Lötring im Kessel ist wieder drin. Der Kessel wurde instand gesetzt von innen und entkalkt. Das Gewinde ist nachgeschnitten. Die Dullen haben wir ein bisschen rausgedrückt. Und so langsam kommen wir jetzt tatsächlich zu den letzten Steps. Das Lackieren und das Finish. Und dann gibt es die Montage. Alles klar? Bleibt spannend. Bis dann. Da sind wir wieder. Und der Kater ist fast eingeschlafen. Vor lauter Polieren, was wir hinter uns haben. Also, sieht soweit toll aus. Die Grundplatte haben wir mit Einbrennlack versiegelt, auch das Schwungrad, damit dieser schöne Lackzustand auch erhalten bleibt. Wir haben jede Menge poliert. Die Fensterchen sind wieder hübsch. Die Kesselbänder glänzen wieder kupferfarben. Es war ein Haufen Arbeit, aber jede einzelne Schraube ist wieder rostfrei und sauber. Und das Kesselhaus hat einen neuen Anstrich bekommen. Und es ist richtig hübsch geworden. Auch den Kamin haben wir mit Einbrennlack konserviert. So, damit die Farbe eben erhalten bleibt, weil ich bin der Meinung, konservieren geht vor restaurieren. Also bevor ich was neu mache, versuche ich immer den Zustand zu erhalten bzw. zu konservieren. Und das ist so meine Herangehensweise, wo ich sage, ja, so macht mir das Spaß. Und da freue ich mich drüber, wenn ich die nachher in der Sammlung stehen habe. Das Schwungrad sieht echt super aus. Ist schön sauber geworden. Und jetzt kommt der angenehme Teil. Jetzt bauen wir nämlich wieder zusammen. Und das geht Stück für Stück. Wenn jetzt die Teile, hier wie die Reling, die wieder aufpoliert ist, das Geländer und die Pfosten, die werden jetzt Stück für Stück wieder montiert und kommen zurück, bis wir die Maschine wieder vollständig haben. Und dann bleibt eigentlich nur noch eins. Dann gibt es den ersten Probedampf. Und da machen wir natürlich zusammen ein Video davon. Und es war echt eine harte Nuss. Wir sind noch nicht ganz am Ende, aber ich kann euch sagen, das war schon speziell gewesen. Also Zylinder aufbereiten, beziehungsweise wieder gangbar machen und instand zu setzen. Den Kessel, ich hoffe, wir haben Erfolg gehabt, habe ich noch ein Fragezeichen, aber wir werden es sehen. Ja? Und auch den Lack zu konservieren, da war jetzt wirklich alles dabei gewesen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass der Wasserhahn wieder einen Griff bekommt. Ja? Alles klar. Dann freue ich mich auf den nächsten Teil, weil der dürfte dann mal die Übersicht sein, wenn die Maschine wieder montiert und komplett ist. Und dann folgt natürlich das, was mir schon seit Tagen in den Fingern juckt. Anschmeißen und der erste Andampf. Alles klar, bis später. Ciao, ciao. Ja, wir sind in den allerletzten Zügen. Und zwar wollte ich euch aber, bevor wir zur Endmontage kommen, ich habe die Maschine schon weggestellt, sie ist schon vormontiert. Und jetzt kommt wirklich der letzte Teil, das Einsetzen des Wasserglases. Und da wollte ich euch mal kurz zeigen, wie ich das mache. Und
Ja, also ihr habt ja vorher das Glas gesehen. Das war ziemlich verkalkt. Das ist jetzt wieder schön klar. Ich habe das eingelegt in einen Entkalker. Das ist so Espresso-Maschinen-Entkalker. Den nicht in den Kessel tun, weil der macht, zieht auch das Zink raus in den Messingkessel. Das ist nicht so toll, dann wird er bröselig. Zum Entkalken dafür bitte nicht diesen Entkalker nehmen. Außerdem macht er hässliche Flecken. Da habe ich auch schon Lehrgeld gezahlt. Aber zum Glasröhrchen entkalken ist der echt super. So ganz einfach ein Espresso-Maschinen-Entkalker. Entsprechend verdünnt und dann einlegen. Ich hatte jetzt die ganze Zeit eingelegt. Und danach einfach mit dem Silikonschlauch mal aufsetzen, die Spritze aufziehen und durchspülen. Und dann wird das wieder richtig schön sauber. Ja, und jetzt haben wir ja das Thema, diese Dichtungen, die hier immer verwendet werden, die sind ja relativ bröselig. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick, um da Dichtungen einzusetzen, ohne dass sie anfangen wieder auseinander zu bröseln und spröde werden. Und zwar nehme ich da diesen Gummischlauch. Das ist ein Silikonschlauch. Da einfach ein Stückchen abgeschnitten von. Und der presst sich wunderbar bei, ist hitzebeständig. Müssen also auch wirklich dann einen Silikonschlauch nehmen. Der ist hitzebeständig über das Röhrchen drüber geschoben und dann kann man den wunderbar dort einsetzen und er macht dicht, ohne dass er porös wird und hält die Hitze halt auch aus und ist eine tolle Lösung und mache ich gerne so. Alles klar? Ja, servus, grüezi und hallo. Wir haben es geschafft. Die Maschine ist wieder fertig montiert. Ich habe auch schon Wasser in den Kessel gefüllt. Und was jetzt logischerweise folgt, sind nochmal die Vorher-Nachher-Bilder von der Restauration. Und dann schmeißen wir das Baby mal an. Ich habe mir mal den Brenner aus meiner Märklin Nummer 7 gemopst. Und mir den ausgeliehen, der passt nämlich auch ganz gut zum Anheizen, bis ich einen passenden Brenner dafür habe, aber sie ist wieder komplett, strahlt wieder, die Grundplatte ist im tollen Zustand, gefällt mir richtig gut, der Hahn ist wieder dran, beziehungsweise ich konnte aus einem halb kaputten Griff und einem Gewindestängelchen einen kompletten Griff wieder machen. Ja, ansonsten schauen wir uns jetzt noch gleich die Bilder an, vorher, nachher. Und dann geht es auch schon los mit dem Dampfvideo. Das mache ich separat. Dazu legen wir eine schöne Glenn Miller Platte auf. Und gehen an unseren angestammten Dampfplatz neben der Werkstatt und legen dann mal mit dem Anheizen los. Auch der Auspuff ist schön geworden. Ja, ist ein einfach wirkender Zylinder. Gab es auch noch als Ausführung mit doppelwirkendem Zylinder. Aber der Durchmesser ist schon relativ groß. Also wenn man guckt, das ist hier mein kleiner Finger. Ja. Das ist schon ein ordentliches Schätzchen und ich freue mich richtig, wenn sie jetzt das erste Mal sich wieder zurück ins Leben schnaufelt. Dann viel Spaß beim Dampfvideo. Freut mich, wenn ihr einen Daumen oben da lasst oder ein Abo. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Stöbern auf meinem Kanal und beim Schauen der Videos. Bleibt gesund, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.